Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Ja, Sie wundern sich möglicherweise, was macht der Fußballtrainer Jürgen Klopp hier vorne am Bildschirm? Ganz einfach, er ist evangelischer Christ, aber das macht ja nichts. Aber auch häufig in Erscheinung getreten als doch sehr, sehr gläubig. Und er hat gesagt, gläubig sein, aber nicht darüber reden wollen. Ich wüsste überhaupt nicht, wie das gehen sollte. Wer mich nach meinem Glauben fragt, dem gebe ich Auskunft. Warum erscheint es dort? Ganz einfach. Heute geht es um Christen, um Katholikinnen und Katholiken, die sich außerhalb der Kirche, außerhalb der eigenen Gemeinde vorrangig betätigen und sich engagieren gesellschaftlich im Ehrenamt und das als Ausdruck ihres Christseins auch begreifen. Und gut, Jürgen Klopp, der ist jetzt kein gutes Beispiel für Ehrenamt, der verdient jede Menge Geld mit seinem hauptamtlichen Trainerdasein, aber er ist eben jemand, der auch dazu seinem Glauben steht und dann auch mit Menschen, die nicht glauben, wo es ja viele gibt, auch im Profisport, entsprechend in den Austausch geht. So, das vielleicht als kleinen Anstoß sozusagen oder als kleine Einleitung. Also nochmal herzlich willkommen zu unserer Werkstatt, zu dem Thema als Katholikin. Ich sage es schon mal jetzt, ich verzichte in der weiteren Moderation auf den Glottisschlag, sehen Sie es mir bitte nach. Einfach der Verständlichkeit und aus dem Glasbild mich ganz auch bloß. Als Katholikin also engagiert, aber nicht in der Kirche. Gemeint ist eben, ist nicht aus der Kirche ausgetreten, sondern einfach hauptsächlich außerhalb der Gemeinde sich zu engagieren. Mein Name ist Stefan Schilde, ich bin Redakteur beim Tag des Herrn, 36 Jahre alt. Um mich geht es jetzt aber nicht, sondern um meine drei Gäste, die ich jetzt auch gerne vorstellen möchte. Wir fangen mal an ganz links mit Felix Freund. Der ist 30 Jahre alt, wohnt in Teistungen im Eichsfeld. Ist auch ein Maschechter Eichsfeld, da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Hat Politikwissenschaften studiert und arbeitet hauptberuflich als Bildungsreferent im Marcel-Kalou-Haus in Heiligenstadt. Heute ist er aber nicht als Bildungsreferent hier, sondern als langjähriger freiwilliger Feuerwehrmann und auch als Fußballspieler bei der SG Kreuz Ebra. Okay. Sie nutzen dann immer gleich die Gelegenheit, wenn ich doch mal was Falsches sage, in Ihrem Beitrag, um das klarzustellen. So. Dann habe ich in der Mitte zu sitzen Herrn Stefan Giese-Rehm. Der ist 65 Jahre alt, wohnt in Dessau, ist eigentlich Diplom-Theologe, hat aber lange Zeit bei der Caritas gearbeitet, auch da viel vorangebracht. Seine vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten jetzt alle aufzuzählen, das würde hier, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen habe ich einfach mal rausgesucht, exemplarisch. Sie waren 30 Jahre im Jugendhilfeausschuss von Dessau engagiert, Mitglied als Vertreter, glaube ich, des soziokulturellen Zentrums Ölmühle-Rostau auch. Ja. Zuletzt. Und betätigen sich auch, sagen wir mal, auf anderer Ebene als Umweltfreund, als Umweltschützer und auch als Denkmalschützer. Ja. Okay. Und neben mir Frau Dr. Adeline Abimbi-Avemo, ist 42 Jahre alt. 47. Bald 47, dann habe ich mich ein bisschen vertan, aber ist ja wohnhaft in Cottbus, gebürtige Kamerunerin und promovierte Umweltwissenschaftlerin. Arbeiten derzeit im Landeswerkamt. Und sie haben auch den DAV Cottbus gegründet. Der DAV ist in dem Fall allerdings nicht der Deutsche Alpenverein Cottbus, sondern der Deutsch-Afrikanische Verein Cottbus. Und sie sind darüber hinaus Mitglied im Cottbuser Beirat für Migration und Integration und auch noch Schatzmeisterin im Kinderkarnevalsverein. Ja.
Okay. Alle drei sind übrigens auch politisch aktiv, aber um das politische Engagement soll es heute vielleicht nur am Rande gehen. Wir wollen jetzt hier nicht zwingend Polit-Talk draus machen, kann aber auch noch zur Sprache kommen. Ist ja auch eine Form von Einsatz für das Gemeinwohl. Ja, Herr Gieserem, ich würde einfach mal bei Ihnen anfangen oder mit Ihnen anfangen. Was ist denn der Lohlandgarten in Bernburg? Können Sie das vielleicht mal erklären? Ja, Lohlandgarten in Bernburg ist ein, wie der Name sagt, Garten, angegliedert an den Stadtpark. Dort auf einem ehemaligen Friedhof etabliert. Lohland ist eigentlich eine Bewegung von Frauen, die 1990 gegründet, eine Siedlung gegründet hat, eine Frauensiedlung bei Fulda, die im Wesentlichen über erstmal Gymnastiktraining, also Gymnastiklehrerinnen ausgebildet hat, damals für, sagen wir mal, Töchter mittlerer Familien im Wesentlichen und denen damit die Möglichkeit gegeben hat, auch ihre Geld selber zu verdienen, was einerseits nach dem Krieg vielleicht auch nötig, andererseits noch ein bisschen ungewöhnlich war und viele sind dann in eigene Praxis gegangen. So auch hier Magdalena Tränkel, die aber ihre Ausbildung schon vorher bei den Lehrern gemacht hat und dann 1923 in Bernburg in eigene Praxis gegangen ist, in der Stadt ihres Vaters und 28 dann diesen Garten für ihre Gymnastikübungen gemietet hat für die Freisaison und dann gedacht habe, ich brauche aber ein festes Dach und dann für 1935 das im Hintergrund zu sehende Haus gebaut hat als Gymnastikhaus. Also es ist kein Wohnhaus in dem Sinne, sollte abgerissen werden und dann gab es über den Verein an Standeskunde, den ich angehöre, in Dessau einen Vortrag zum Thema 100 Jahre Lohland, 2019-20 und da stand das gerade zum Verkauf, weil der Parkplatz, den die Stadt dort auf einrichten wollte, wegen der Denkmalwürdigkeit von Ensemblegarten und Gymnastikhalle dann eben nicht möglich war und die Stadt wollte es loswerden und so komme ich dazu. Und jetzt sind wir eine Gruppe von Menschen, die sich dafür engagieren, das zu erhalten, wieder in Betrieb zu nehmen, also nutzbar zu machen, vielleicht auch wieder Sport dort zu etablieren, aber auch eben Kulturveranstaltungen einzubringen und vielleicht auch Feiern zu ermöglichen. Das ist eine wunderbare Landwirtschaft, also ländliche Gegend in dem Sinne von, dass es grün ist. Das kann man ja ein bisschen sehen. Die Bäume, die damals schon standen, 1935, sind gut gewachsen. Und wir sind dabei, die Wiese wiederherzustellen, auf der dann auch getont und gespielt werden kann. Und wie gesagt, vorne am Ende ist ein handpratiges Grundstück, ist dann der Stadtpark Alte Bibel, nicht umsonst der Name. Und ja, da sind wir aber noch beim Sanieren, das dauert auch mindestens noch bis nächstes Jahr. Schönen Dank erstmal. Und ein weiteres Engagement oder Beispiel für Engagement, was ich mir notiert habe, ist Ihre Tätigkeit als mittlerweile stellvertretender Vorsitzender im soziokulturellen Zentrum Ölmühle Roßlau. Was geschieht denn dort im soziokulturellen Zentrum? Ja, wer die Situation nicht so kennt, ist Dessau Roßlau ist eine Doppelstadt. Seit 2007 ist Dessau und Roßlau fusioniert, um die Kreisfreiheit zu erhalten, im Wesentlichen von den Dessau-Akteuren aus. Und im nördlich der Elbe gelegenen Teil Roßlau gibt es ein Fachwerkhaus. Ja, danke schön. Hier gut zu erkennen, das ist jetzt etwa 180 Jahre alt als Gebäude und ist aber schon seit 1700 in den 30ern ein Standort einer der Mühlen. Und die Ölmühle als solche hat es in diesem Gebäude wahrscheinlich gar nicht mehr gegeben. Das war dann Tuch- und Walkmühle, weil es eine Reihe von Mühlen an dem Flüsschen Rossel, dem stadtnamengebenden Fluss, gibt. Und hier ist ein soziokulturelles Zentrum entstanden nach der Wende mit Vorrangbescheid, Investitionsvorrangbescheid, wurde es natürlich zurückgegeben. Und 2004 hat sich dort ein Verein gründen müssen, weil die Konstellation nicht funktioniert hat. Es mit meiner Kinder- und Jugendetage, mit einem Heimatstübchen, also wenn man so will, haben sie die historischen Dinge von Roßlau zusammengetragen, unter anderem sehr viel Porzellan. Es
gab also lange Jahre eine Roslauer Porzellanfabrik, relativ bekannt, schön, das haben sie auch gemacht. Und im Erdgeschoss im Wesentlichen einen großen Veranstaltungsraum, der man als Gaststätte geplant worden ist, wovon wir heute natürlich profitieren, wo dann eben jeden Werktag über Treffen sind, Kartenspieler, die Bastelfrauen, die Sängerinnen sind drin und solche Dinge mehr. Und am Wochenende machen wir dort ein Kulturcafé, kann man sagen, also Kaffeeklatsch mit etwas dazu, Bildvortrag, Lesung oder. Das wäre was zum Beispiel, wo neben der Vorstandstätigkeit eben auch die Leute gefragt sind, sich ehrenamtlich einzubringen, dann Kaffee zu kochen, Kuchen zu backen, Vorhände mitzubringen und dann so etwas zu ermöglichen. Das ist praktisch ein Kristallisationspunkt für soziale Treffen im Stadtteil Roslau, kann man schon richtig so sagen. Danke. Frau Avebo, ist es noch nur, wenn ich auf den Doktortitel verzichte bei der anderen? Ja, gut, alles klar. Sie sind gebürtige Kamerunerin, ich habe es schon angesprochen, und 2002, wenn ich richtig liege, für ein Masterstudium nach Deutschland, nach Cottbus gekommen. Nehmen Sie uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit in die Vergangenheit, in Ihre Anfangszeit hier in Deutschland. Was ist denn außer dem Wetter, was sich ja hier auch von, jetzt wieder von der guten Seite zeigt, aber was war denn da schon auch neu für Sie und gewöhnungsbedürftig? Und was hat Ihnen geholfen, auch in Deutschland, auch im Cottbus, in der Stadt anzukommen? Tja, ich bin im 2002 Oktober nach Cottbus gekommen. Jung, hochschwanger, keine Deutschkenntnisse, aber sehr christlich, muss ich ehrlich sagen, weil das der erste Punkt war die Kirche. Ich bin an einem Dienstag gekommen und am Sonntag war ich in der Kirche. Und dort habe ich gesehen, wie überall, dass die katholische Kirche gleich ist. Und dann habe ich einige Afrikaner dort getroffen und für mich war erstmal der Schock. Du kommst in ein Land und da hörst du gar nicht, was die Leute sagen. Da lächelst du nur und egal, ob sie guten Morgen sagen oder guten Abend, da weißt du überhaupt nicht, was sie sagen. Da musst du nur lächeln, um überhaupt so ein bisschen entspannter zu sein. Tja, das waren die ersten und dann kam ich an die Uni. Ich habe in Englisch studiert, aber trotzdem musste ich einkaufen gehen, musste ich einen Kindergarten suchen, musste ich zum Krankenhaus gehen, Frauenarzt suchen. Und das war eine Herausforderung, weil damals in Cottbus kaum jemand Englisch gesprochen hat. Achso. Nicht ganz lang, aber ein bisschen Englisch. Ja, und es war so, viele haben kein Englisch, kaum Englisch gesprochen. Und meine erste Weihnachten habe ich im Krankenhaus verbracht. Es war schrecklich, weil bei uns ist Weihnachten ein großer Fest. Wir feiern sehr groß. Und da saß ich im Krankenhaus, da kam Abend, Heiliger Abend, kamen einige Schwestern mit einer Weihnachtsschokolade. Ich habe angefangen zu weinen. Tja, weil ich konnte nicht mal Danke sagen, ich konnte nicht mal verstehen, was sie da gesungen haben. Und ja. Und dann habe ich eine Familie in der Kirche kennengelernt, die Familie Schömer. Die sind bis heute meine Eltern. Und die haben sehr viel unterstützt. Da hat die Mutter ein Wörterbuch gekauft, was ich überall mitgenommen habe. Weil es war mir dann wichtig, dass ich die deutsche Sprache zumindest sprechen kann. Und dann habe ich die benutzt, immer wieder mit. Überall, wo ich war, habe das Erste, was ich immer gesagt habe, ich lerne Deutsch und ich möchte, dass sie mich korrigieren, wenn ich da einen Fehler mache. Das haben sie gut gemacht. Das haben sie immer gemacht. Und dann kamen nach und nach andere Studenten, die schwanger waren oder Kinder hatten. Und da musste ich unterstützen. Ich habe das gerne gemacht, aber es war so ein Muss. Weil von der Uni wurde ich kontaktiert und dann kam ich auch, da war damals auch in der Kirche, kam auch ein ausländischer Vater aus Indien. Er hat in Frankreich studiert und da haben wir gemeinsam die ausländischen Studenten betreut. Und so kam ich in die ganze Thema Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund in Cottbus.
Und in der Ausländerbehörde, auch in der Stadt Cottbus, war ich oft unterwegs. Mhm. Da würden wir später tatsächlich auch nochmal genauer drauf eingehen. Nun habe ich ja gelesen, und Sie haben es mir auch schon vorher gesagt, Sie haben den Deutsch-Afrikanischen Verein Cottbus gegründet. 2015 ist das gewesen, also schon, da waren Sie schon selber richtig angekommen, sage ich mal. Ne? Und erzählen Sie nochmal, was macht dieser Verein und wer kommt dahin? Ich habe diesen Verein gegründet, weil ich sehr viele Menschen in meinem Leben getroffen habe. Deutsche, die unbedingt Ausländische unterstützen wollten und keinen Kontakt hatten. Und auch Ausländische, die sich integrieren wollten und keinen Kontakt hatten. Und dann kam ich auf die Idee, in 2015 diese deutsch-afrikanische Verein zu gründen. Und dann haben wir meistens so in der Kirche zusammen mit Deutschen uns getroffen. Und auch an der Uni habe ich Veranstaltungen organisiert oder haben wir, das war eine Gruppe. Und dann kam Corona und da ist dann das Ganze runtergegangen. Und jetzt bin ich wieder auf dem Weg, das wieder aufzubauen, indem ich eine Gruppe von Frauen habe, die neu sind, die teilweise schon integriert sind. Und wir unterstützen uns untereinander und gehen zu Schulen und den ausländischen Familien dort helfen. Ich bin auch dadurch im Integrationsbeirat in Cottbus angefragt worden. Und es ist offen für alle. Das heißt, Frauen, Mädchen, Jugendliche, Männer, die aus Afrika, meistens aus Afrika kommen, weil der erste Punkt ist, dann werde ich angerufen und gefragt, ob ich da unterstützen kann. Und da haben wir diese kleinen Netzwerke und ich versuche, die verschiedenen afrikanischen Vereine zusammenzubringen. Sie haben jetzt gerade auch schon Integration, also Beirat für Migration und Integration heißt der, glaube ich, ne? Also Integrationsbeirat angesprochen. Sie waren 2018 auch, da kann der Kollege gleich mal versuchen, die PDF zu öffnen. Sie haben 2018 die Erklärung Cottbus ist bunt für Toleranz und Weltoffenheit mitverfasst. Sie sind eine der Autoren. Ja. Und zusammen mit verschiedenen Akteuren, Institutionen auch aus der Stadt, ist der Fußballverein NRW Cottbus dann mit dabei, die LEAG als großer Arbeitgeber. Da haben sie sich, ich vereinfache es jetzt mal, für ein friedliches und respektvolles Miteinander, auch interkulturell, ausgesprochen. Wie kam es denn zu dieser Erklärung? Gab es da einen bestimmten Anlass? Was war passiert? Mir wurde gesagt, es ist jetzt in Cottbus, das war, wenn ich falsch, 2015 in der Trier. Und dann kam die Flüchtlingswelle, wo viele überfordert waren. Und da gab es sehr viele Probleme in Cottbus mit Fremdfeindlichkeit und Hass und unter den Menschen keinen Frieden. Und dann wurde ich gefragt mit einem Team von der Stadt, das heißt, das waren die Chef vom Krankenhaus dabei, das waren auch Parteimitglieder dabei und wir sollten eigentlich eine Erklärung schreiben, um zu zeigen, dass Cottbus bunt ist, dass Cottbus offen für alle ist und dass wir eine Botschaft machen und uns öffnen für Menschen verschiedener Kulturen, für die Menschen, die in Cottbus sind, die auch Angst haben, dass die einfach wissen, in Cottbus ist Frieden. Und dass wir einen respektvollen Umgang mit Menschen, dass es die respektvolle Umgang mit Menschen wichtig ist. Und so kam es. Und bei dieser Veranstaltung, an dem Tag, wo wir das veröffentlicht haben, gab es ein internationales Spiel, eine Stadt der Freundschaft in Cottbus, jetzt LEAG-Stadion. Vielleicht noch ganz kurz dazu, wie war dann die Resonanz darauf und zwar insbesondere auch, also diese Erklärung, die richtet sich ja vor allem auch, so wie habe ich es verstanden, an die Cottbusser, ich sag jetzt mal die normalen Bürger, ja, die Mehrheit ja ausmachen, die jetzt auch selber jetzt nicht rechten Gedankengut anhängen. Wie war da die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger?
Die waren sehr zufrieden. Wir hatten eine Unterschriftsrunde gemacht und da waren innerhalb von einer Woche mehr als ungefähr 1.500 Unterschriften. Das wurde gut angenommen, das wurde viel unterstützt und es ist immer, es kommt immer noch in Cottbus bei vielen verschiedenen Veranstaltungen und das hat diese Sache, Cottbus ist bunt, zur Kenntnis gebracht und es ist jetzt im Cottbus, dass immer wieder dieser Gedanke hochgebracht wird, dass die Menschen wissen, es ist ein offener Cottbus, wir sollen in Cottbus zufrieden, in Frieden leben und dass egal, wo man herkommt, ob Westdeutschland, ob Ostdeutschland, ob aus welchem Land, dass wir alle in Cottbus in Frieden leben sollen. Und das wurde wirklich gut angenommen. Ich hatte das nie so gedacht. Und auch von außerhalb Cottbus wurde das richtig gut angenommen. Ja. Dankeschön. So, Herr Freund. Als Eichsfelder, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst ist, passen Sie eigentlich gar nicht so richtig hier in die Runde. Ist Ihnen das eigentlich klar? Wahrscheinlich nicht. Ich will es auch erklären. Anders als die anderen beiden Gäste kommen Sie ja aus einer Region, in der die katholische Kirche durchaus noch sowas wie Volkskirche ist. Das kann man können wir uns unterhalten, wie sehr, aber auf jeden Fall eine sehr traditionell katholische Region. Das kann man ja mittlerweile von, Cottbus und Dessau so nicht unbedingt sagen. Erstmal, wie ist denn das? Ist im Eichsfeld noch jedes Brot und jede Kuh katholisch oder ist das, bröckelt das auch langsam so ein bisschen? Also am liebsten würde ich jetzt sagen, das ist tatsächlich noch so. Nach außen wirkt das wahrscheinlich auch so, aber also ich bin ja jetzt auch einer von der jüngeren Generation, also 1993 geboren, nach der Wende. Ein kleines Dorf, 750 Einwohner, da ist man, also ich habe das jetzt so schon von Kind auf natürlich auch mitgekriegt, also jetzt Kommunion, meine Großtante ist auch im Bergkloster in Heiligenstadt, also hatte ich da auch schon mal so ein bisschen nähere Berührungspunkte, ich war aber nie Messdiener, das hat sie mir dann auch immer böse genommen, aber nichtsdestotrotz wird das dann immer so, oder habe ich das so erfahren, dass so dieser, der Glaube, die Kirche an sich immer so ein Stück weit mit dabei war. Wie gesagt, dadurch, dass man halt die Kommunion empfangen hat, wo dann natürlich auch so ein bisschen der Gedanke an das Geld, was man dann da für die erste Heilige Kommunion bekommt, das hat natürlich auch eine Rolle gespielt, aber dann ist man dann halt auch so dabei geblieben, weil es waren ja alle irgendwie katholisch und wenn ich jetzt so in meine Klassenstruktur gucke, damals, da kann ich mich noch dran erinnern, da hatte ich einen guten Kumpel von mir, als wir dann nach der Grundschule in die Regelschule gekommen sind, da hatten wir Religion, katholische Religion und der hatte dann auf eine Ethik, dann wusste ich nicht, was ich damit anfangen soll, es war evangelische Religion. Ja, das kannte ich so gar nicht, bis ich dann irgendwann so mal aufgeklärt wurde, dass, ja, ich sag mal, nicht nur mein Glaube so existiert, ich habe das sonst immer nur so wahrgenommen und genau das hat sich dann, wie gesagt, dann auch weiter so in meinem Lebenslauf weiter so manifestiert. Kirmes-Borsche-Verein gibt es bei uns, nicht nur bei uns im Dorf, sondern ich denke flächendeckend im Eichsfeld, wo dann eben auch die Kirmes, also das Kirchweihfest, dann regelmäßig gefeiert wird, wo man auch ganz bewusst quasi in die Kirche geht, das feiert, auch das lebt und das ist auch generell so immer mal wieder so eine Konstante. Also mein Vater, der hat mich auch immer mal mit auf Löwensberg genommen, da zur Messe. Ich wusste nie, was damit anzufangen. Ich war halt für mich eine Kirche, ne? Bis ich dann so später dann auch mal aus eigenem Interesse dahinter gekommen bin, was das eigentlich so für meine Heimatregion für eine Bedeutung hat. Und ja, wir Eichsfelder sind ja nicht nur für unseren Glauben bekannt und für unsere gute Wurst, sondern eben auch dafür, dass wir sehr heimatverbunden sind. Und das spielt dann natürlich mit ein, wo ich dann eben auch selber mich mit meiner Heimat stark auseinandergesetzt habe. Sie haben sich in Ihrer Heimat, in Ihrem Heimatort
auch schon frühzeitig angefangen, sagen wir mal, gesellschaftlich zu engagieren, nämlich schon relativ früh bei der Freiwilligen Feuerwehr eingestiegen. Ja, wie kam es denn, können Sie das noch ungefähr einordnen zeitlich und wie kam es denn dazu? Also zeitlich einordnen kann ich tatsächlich gar nicht mehr. Es war Jugendfeuerwehr und ich weiß nur, dass ja, ein paar Kumpels von mir halt ja, in der Jugendfeuerwehr waren und dann halt so gesagt haben, ach hier, die konnten nie spielen. Und dann habe ich halt gesagt, ja los, dann komme ich mal mit, dann haben wir die Zeit zusammen und dann war das halt ganz cool. Und ja, dann hat sich so der Freundeskreis dann da drin auch formiert. Man hat neue Sachen, neue spannende Sachen gelernt. Dann war es natürlich auch cool, so ein Feuerwehrauto nochmal zu sehen. Und man konnte dann auch sagen, ja, ich fahre auch ab und zu mal mit. Da war man natürlich so der Held dann auch. Aber ja, man ist dann halt quasi so da reingewachsen, weil die anderen dann halt mit dabei waren. Und war schon eine coole Sache. Ich oute mich mal. Also wir reden jetzt mal nicht mehr über die Jugendfeuerwehr, sondern dann schon auch im Erwachsenen, für die Erwachsenen sozusagen. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich habe auch nie so einen Schlauch gehalten und bin auch nicht mitgefahren. Erklären Sie mir mal, so eine Freiwillige Feuerwehr, wie funktioniert das eigentlich? Weil wir reden ja vom Ehrenamt. Es ist ja jetzt nicht so, dass Sie da den ganzen Tag dort auf der Feuerwache hocken und warten, bis ein Einsatz kommt, sondern Sie sind ja alle genial in einer normalen, geregelten Tätigkeit nach. Wie funktioniert denn das Prinzip? Ja, so im Grunde ist es so, dass wir, ja klar, also die meisten von uns, von meinen Kameradinnen und Kameraden, die kommen halt schon von der Jugendfeuerwehr an mit rein, also sind dementsprechend auch schon ich sag mal ausgebildet. Es fängt an einfach nur, damit man weiß, okay, was gibt es denn für Schlauchgrößen oder wie werden die Fahrzeuge bezeichnet, was dann eben im Einsatz auch mal wichtig ist, wenn dann jetzt irgendwo ein Brand ist und man sagt, okay, leg den Verteiler dahin und schließt da einen C-Schlauch an, dass man auch mal weiß, okay, C-Schlauch ist der Schlauch und ne? Ja. Und wenn es jetzt mal zum Einsatz kommt, was passiert dann? Irgendwo wird ein Brand gemeldet. Ne? Das ist ja mal. Oder was anderes, wo sie jedenfalls gefragt sind. So. Und wird ganz normal angerufen. Ist es noch die 112? Ja. Ja. Also, ich war glücklicherweise noch nicht in der Situation, dass ich die Feuerwehr rufen musste. Aber in der Regel ist es dann so, man verlebt so seinen Tag. Man ist auch manchmal ja, auf der Kirmes oder so. Wir leben ja ganz normal, ne? Oder auf Arbeit und dann habe ich hier auf meinem Handy seit ein paar Jahren haben so eine Feuerwehr-App, die Vera heißt die, und da wird man dann quasi alarmiert, wenn die Leitstelle quasi auch dann aufs Knöpfchen drückt und sagt, okay, es gibt jetzt die Brandeinsätze sind tatsächlich eher die wenigsten, sind jetzt eher so Ölspuren oder auch Verkehrsunfälle. Da kriegen wir dann so eine Meldung und können dann halt angeben, wann wir am Gerätehaus sind. Dann haben wir bei uns dann da so einen Bildschirm, wo dann steht, okay, der und der Kamerad, die sind in 5 Minuten da oder halt gleich da. Dann können wir noch kurz warten, damit das Auto voll besetzt wird, weil es kommt dann wirklich auf jede helfende Hand drauf an und dann auch eben auf die Zeit. Wenn man sich in die Situation mal hineinversetzt, man ist tatsächlich mal in einem Verkehrsunfall verwickelt, nicht nur als Opfer, sondern eben auch vielleicht als Ersthelfer. Das habe ich nämlich auch einmal erlebt, obwohl die Feuerwehr wirklich nur 100 Meter entfernt war, tatsächlich, kam das wie eine Ewigkeit vor, bis sie dann tatsächlich da waren. Da ist dann natürlich auch vor allem jüngeren Jahren, wenn man so die ersten Einsätze dann mitfährt, der Adrenalinspiegel extrem hoch, auch wenn es nur eine Ölspur ist. Ja, das ist dann halt auch Feuerwehralltag, wo man dann vielleicht so, ich sag mal, die Action, ne, die fehlt dann. Für mich sind das eigentlich so die besten Einsätze. Da passiert keinem was, wir haben Zeit, wir können das ganz entspannt dann da beseitigen und genau, wenn das dann rum ist, dann sitzen wir da noch beim Getränk beieinander und gegebenenfalls werten wir den Einsatz dann auch nochmal aus oder sprechen dann halt so normal. Wir sind ja auch alles Freunde, also ja. Und
Und jetzt sind wir ja praktisch unter uns. Was ist denn dran an der Behauptung, dass Feuerwehrleute insgeheim eigentlich hoffen, dass mal was passiert, dass mal ein bisschen Action ist? Hofft man da schon ein bisschen drauf, dass mal was ist, ohne dass vielleicht jemand zu Schaden kommt oder so? Ja, also ich persönlich, ich sitze jetzt nicht zu Hause und gucke auf mein Handy und denke, ah, jetzt könnte es auch mal passieren. Nee, also eigentlich, mag sicherlich solche Feuerwehrleute geben, die, ich sag mal so, Feuerwehrdetsch sind und dann sagen, ja, ich will jetzt hier unbedingt los. Aber das Credo ist, glaube ich, immer, solange niemandem was passiert, das ist die Hauptsache. Und wenn es jetzt wirklich mal dazu kommt, dann sind wir natürlich Feuer und Flamme. Dann auch für unser Ehrenamt, was wir auch ganz bewusst ausgewählt haben. Also dafür ist halt ein Ehrenamt. Wir könnten ja auch sagen, nö, interessiert mich nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr hinzugehen. Und dann ist das halt so. Ist dann, dieses Abenteuerbewusstsein, das merke ich bei manchen Kameraden, das spielt dann schon so eine gewisse Rolle. Aber ich erinnere mich jetzt gerade zurück an den Brandeinsatz am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das war eine schreckliche Sache. Da hat dann ein älteres Ehepaar über Nacht ist dann irgendwie so eine Wärmedecke hat sich da entzündet und dann sind die da halt verbrannt. Und das sind jetzt auch so Situationen, wo ich dann auch, wo einem das dann auch nochmal so bewusst wird, was Feuerwehr eben auch ist. Eben nicht nur so der große Held oder kann hier Brände löschen und so. Das ist dann eben auch, dass man schwere Verletzungen oder halt im schlimmsten Fall auch den Tod dann ganz nah vor sich hat. Nun sitzen wir hier auch als, vor allem nicht nur als Feuerwehrmann, als vielfältig Engagierter, als integrationsengagierter Helferin, sondern eben auch als Christen. Und da würde ich gerne mit Ihnen gemeinsam darüber reden, wie dieses Christsein, vielleicht auch das katholische Sein, aber in erster Linie das Christsein, da eben auch zum Ausdruck kommt. Ja, inwieweit Sie dieses Ehrenamt oder diese Ehrenämter, die Sie ausführen, irgendwie auch als Ausdruck Ihres gelebten christlichen Glaubens eben begreifen. Herr Gieselheim, ich will wieder bei Ihnen anfangen. Wir haben ja schon über den Lohlandgarten gesprochen. Das würde ich mal vor allem auch unter Denkmalschutz später vielleicht mal wieder Leibesertüchtigung verbuchen. Sie haben ja aber auch schon im Vorgespräch gesagt, dass Ihnen eben der Schutz der Umwelt, des Klimas, also die Bewahrung von Gottes Schöpfung, da sehr am Herzen liegt. Ist das was, wo Sie sagen, das ist auch mein gelebtes Christsein einfach? Oder verorten Sie sich ganz woanders? Kann ja auch sein. Also ich würde schon denken, dass das Engagement, das ich in verschiedenen Bereichen habe, in meinem Christsein grundgelegt ist. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass ich dieses Engagement hätte, wenn ich nicht Christ wäre. Das sähe ja bestimmt ganz anders aus, denke ich. Was den Umweltbereich angeht, das ist für mich eine lange Geschichte. Also ich bin als Spätjugendlicher mit dem Bericht Club of Rome aufgewachsen. Das ist also dann vor meiner Studienzeit, also noch als ich Schüler war gewesen, 1972. Und das beschäftigt mich seitdem eigentlich doch durchgängig. Das hat sich ganz schön ergänzt. Meine Frau ist in der franziskanischen Gemeinschaft und Franziskus ist natürlich ein ganz anderer Akteur noch, was das angeht. Heute wieder wichtig geworden, auch mit Papst Franziskus und seiner Erklärung dazu. Aber also für mich ist, sagen wir mal, das Engagement, was ich habe, für Menschen allgemein, nicht nur für außerhalb, auch innerhalb der Kirche, einfach bedingt durch mein Christsein. Das möchte ich schon sagen. Ja. Und wenn Sie da, also ich vermute mal, das ist auch bekannt, also die schon länger mit Ihnen zusammenarbeiten, die wissen auch, Sie sind katholisch, Sie gehen in die Kirche, suchen auch regelmäßig Gottesdienste, glaube ich, hatten wir auch vorher drüber gesprochen.
Bieten sich denn da auch mal Anknüpfungspunkte, wenn Sie da mit Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern bei den Projekten, in denen Sie aktiv sind, wenn Sie mit denen sprechen, lassen die da auch mal vielleicht irgendwie was erkennen? Okay, sind die auch mal interessiert oder interessieren die sich da auch vielleicht für Sie und wie Sie für Ihren Glauben auch? Kommt man noch mal ins Gespräch? Also es gibt ab und zu Situationen, habe ich also auch mein ganzes Leben über gehabt, dass ich angefragt werde als Christ tatsächlich und mir dann Sachen erzählt werden, wo ich denke, die würde ich jemandem nicht erzählen, sei es beim Trampen früher als Student, wo mich dann stundenlang ein Autofahrer mit den Fragen belegt hat. Jetzt ist es schon eher so, dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe, das schon sehr deutlich wissen, dass ich Christ und auch Katholik bin. Also für mich ist die Regel, dass ich veranstalte, zum Beispiel sonntags nicht beginne, bevor der Sonntagsgottesdienst nicht zu Ende ist. Das ist durchaus nicht selbstverständlich. Sie wissen ja, die Fußballspiele beginnen immer um die Zeit, wenn dann auch Messe ist. Und das möchte ich nicht haben. Ein Beispiel, was mal ganz interessant war, das zeigt so ein bisschen aber die Situation auf der anderen Seite auch. Als wir die Fusion hatten, war ich Stadtrat in Dessau, damals mit Roßlau, der neu gewählte Bürgermeister kam aus Roßlau, selber auch Katholik. Und wir haben dann versucht, oder ich habe versucht, mit dem Präsidium des Stadtrates und den Fraktionsvorsitzenden einen Gottesdienst zur Eröffnung dieser neuen Stadt und der neuen Legislatur zustande zu bekommen. Das hat nicht geklappt. Und dann sind wir zusammen in Roßlau in der katholischen Kirche gewesen. Ich glaube, wir waren von 50 Stadträten plus OB, waren wir 4 Stadträte. Und wie gesagt, der OB, die letztendlich dorthin gekommen sind, aber sozusagen auf privaten Wege. Das ist nicht einfach, sagen wir mal, das hineinzubringen. Das war jetzt auch nur ein Angebot. Umgekehrt, in der Ölmühle in Roßlau haben wir seit Jahren die Sternsinger zu Gast am 6. Januar. Das haben wir eingebunden in diese Sonntagskaffee-Veranstaltungen. Suchen auch dann eben, weil das ja auch unser Feiertag ist, im Gegensatz zu anderen in Sachsen-Anhalt, legen wir dann diesen Sonntagscafé, der da drumherum ist, dann auf dieses Datum. Und dann kommen eben die Sternsinger auch und dann wird auch mit der Gruppe gesungen und derlei Sachen mehr. Also das ist schon, und dann ergeben sich natürlich Gespräche, völlig klar. Und umgekehrt ist es eben auch schon mal so, dass in speziellen Situationen dann auch ich angefragt bin, dass ein Vorstandskollege verstorben vor 2,5 Jahren, wo ich dann eben mit einer der Redner bei der Beerdigung gewesen bin. Nicht mein Ding normalerweise, sage ich gleich dazu, also auch wenn ich Theologie studiert habe, aber das ist, ja, es war eine interessante Erfahrung, aber da kommt es halt auch nochmal dann zum Zuge über solchen mehr essentiellen Punkten des Lebens, ja. Hatten Sie da den Eindruck, wenn Sie da, ich sag mal, so einen solchen Input mit reingebracht haben, was vielleicht jetzt ohne Sie dort nicht mit hineingekommen wäre, egal ob jetzt hier dieses Bereitstehen für die Trauerrede bei der Beerdigung oder andere, dass Sie da auch dafür als Christ sozusagen dafür auch geschätzt wurden, also dass die Leute das da auch sozusagen als Bereicherung eben empfunden haben, dass sie da so einen christlichen Input mal und so ein paar Anregungen, Anstöße mit reinbringen konnten? Also ich denke schon, dass das geschätzt wird, jedenfalls respektiert, das ist schon sehr deutlich. Also ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es für mich selbstverständlich ist. Also ich trage das nicht vor mir her mit einem Etikett oder so, sondern das fließt einfach in meine normale Tätigkeit ein. Und dann wird das auch respektiert und als, ich sag mal, in Anführungsstrichen normal angesehen. Und in diesem speziellen Fall ist es schon so gewesen, ja, das wird dann auch anerkannt oder, wie gesagt, positiv gewertet. Ja, ja, Frau Wemo, wir kommen nochmal zum Deutsch-Afrikanischen Verein. Erklären Sie uns vielleicht nur kurz die Afrikaner, die da zu Ihnen kommen. Ich meine, Afrika ist ja auch religiös sehr verschieden aufgestellt. Es gibt viele, viele Muslime, es gibt auch viele Länder, die sind mehrheitlich christlich gemischt. Wer sind die Afrikaner, die zu Ihnen kommen? Sind das dann vielleicht eher Christen? Und
Waren die vorher schon in der, bevor sie zu Ihnen in den Verein kommen, waren die vorher schon in der Kirche oder kommen die zuerst in Ihnen Verein, zu Ihnen in den Verein und Sie helfen vielleicht dann auch so ein bisschen, die in den Gemeinden, sag ich mal, dort vorzustellen? Ja, wie Sie gerade gesagt haben, in Afrika ist Christen oder Religion sehr wichtig. Es gibt sehr viele verschiedene Religionen in Afrika. Und die zu mir kommen, sind meistens, hatten eine Begegnung mit einer Kirche oder sind sehr christlich. Und die sind auch so, weil wir haben diese Kulturen in Afrika, verschiedene Kulturen. Und diese Kulturen sind genauso so christlich. Und das heißt, wir haben diese christlichen Werte, ob wir Katholiken oder Muslimen oder Evangelien. Und die kommen und wissen, dass es eine Religion gibt. Und diese Religion, durch diese Religion erwartet man, dass ein Mensch respektvoll ist. Und da haben sie schon diese Hintergrund und sind anders als die Menschen, die man hier kennt, die teilweise nicht von Gott kennen oder nicht über Gott gehört haben und, oder sogar gegen Gott sind. Ja. Aber die nochmal die Frage, die Afrikaner, die jetzt zum Beispiel zu einer Veranstaltung kommen, wenn sie jetzt eine Veranstaltung machen, deutsch-afrikanischer Verein, waren die vorher schon mal zum Beispiel in ihrer Propsteigemeinde zu Besuch in der Regel? Oder ist es vielleicht auch so, dass die zuerst zu Ihnen kommen, weil sie sie kennen und vielleicht sagen, ich würde eigentlich auch gerne hier in die Kirche gehen, aber ich traue mich nicht so richtig, dass Sie dann vielleicht helfen oder unterstützen? Oder wie rum ist es? Manche haben ihr, die suchen und kommen und fragen, wohin kann ich gehen? Ich bin Katholik, ich bin Evangelin, ich bin Muslim. Wo kann ich diese Kirche finden? Und wenn ich nicht weiß, suche ich jemanden, der Kontakt zu dieser Kirche hat. Und zum Beispiel in Cottbus gibt es sehr viele verschiedene evangelische Kirchen. Und da gibt es auch eine englische Gemeinde, ich glaube zwei, drei englische Gemeinden durch Studenten. Und das wurde damals gegründet, die meisten sind damals gegründet worden, wo wir noch Studenten waren. Und diese Gemeinschaft an der Uni, ich weiß nicht, wie die Lage jetzt an der Uni ist, aber damals an der Uni waren wir sehr, sehr eng zusammen und haben uns aufgeteilt. Das heißt, die Angst hatten, Deutsch zu lernen, sind in eine englische Gemeinde gegangen. Wir hatten auch bei uns, wir hatten bis vor vielleicht 5 Jahren eine sogenannte afrikanische Gemeinde, wo wir uns immer wieder getroffen haben, zusammen gebetet haben, egal welche Kirche. Und die Christen, die Katholiken, sind dann nach der Kirche haben wir uns getroffen, gebetet. Wir hatten auch Gottesdienste in Englisch. Und wenn ich das verstanden habe, ja, ist das, was Sie wissen wollen. Ja, und ja, da sind sehr viele verschiedene, die kommen, manche fragen, manche wissen schon. Und wenn ich erfahre, dass jemand schon weiß, dann sage ich bitte, wenn Sie noch andere Afrikaner finden oder begegnen, die keine Ahnung haben, wo sie hin wollen oder wo sie hin können, dann einfach unterstützen. Ich hatte zum Beispiel heute eine Frau getroffen, die kam einfach, ist vorbeigelaufen und da habe ich begrüßt und gesagt, komm so aus Cottbus, wir waren im Königshausen. Da sagte sie ja. Und dann kam sie sofort und hat gefragt, ja, ich bin neu in Cottbus, ich suche eine Kirche, können Sie mir da helfen? Da sagte ich, ja, es gibt verschiedene, was für eine Kirche. Da meinte sie, dass sie evangelisch ist, aber sie ist offen, sie würde gerne zu einer ethischen Kirche gehen. Und da habe ich wieso gefragt, da sagte ich, sie ist seit 2 Monaten in Cottbus. Und da sagte ich, ja, ich bin Katholik, aber ich gehe in eine deutsche Kirche. Und dann werde ich empfehlen, dass du in eine deutsche Kirche gehst, weil da wirst du die Sprache lernen. Und solche Begegnungen hat man. Und sie hat gleich meine Kontakte genommen und wird mich schreiben oder anrufen, dass wir gemeinsam in die Kirche gehen. Ja. Das haben Sie sehr gut beantwortet sogar. Und vielleicht noch für diejenigen, die nicht ganz aus diesen Gefilden kommen, Königs Wusterhausen, eine
eine Stadt südöstlich von Berlin, ja, also im Speckgürtel, auf dem man das ein bisschen einordnen kann, territorial. Ja, Herr Freund, Sie haben es vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen. Es geht ja jetzt beim Ehrenamt als Feuerwehrmann nicht nur darum, jetzt die Ölspur zu beseitigen oder so, sondern es geht ja auch um Kameradschaft. Ich glaube, das Gleiche gilt auch für die Umkleidekabine bzw. das Spiel in der Fußballmannschaft. Bei der Fußballmannschaft sagt man, was in der Kabine gesagt wird, das bleibt eigentlich auch in der Kabine. Aber trotzdem, was sind das so für Themen? Worüber unterhält man sich so? Nach dem Spiel bei Bierchen zum Beispiel. Naja, in der Regel machen wir erstmal Spielauswertung. Aber tatsächlich, wir sind ja auch alle Freunde, also da auch nur so, okay, was gibt's Neues oder was geht nachher so? Da ist Religion oder Glaube an sich gar nicht so prägnant, obwohl wir zwei Religionslehrer sogar dabei haben. Es ist halt. Ja, ich will nicht sagen, es gehört nicht dahin, aber es ist halt so selbstverständlich, dass wir da jetzt nicht irgendwie besonders drüber reden müssen. Also, das ist halt. Nö, es muss ja auch nicht, aber Sie sind ja schon auch noch. Sie besuchen auch noch regelmäßig die Heilige Messe, vermute ich mal. Sie sind ja auch, sagen wir mal, im Marcel-Kalor-Haus, gehört ja auch zur Kirche, sind Sie ja auch angestellt. Das heißt, Ihre Mannschaftskollegen, die wissen auch, ja, Sie sind, also Sie haben nicht nur den Taufschein noch parat liegen, sondern sind schon auch noch praktiziert. Und ist es dann eben, also da ergeben sich jetzt aber wenig, also lässt man trotzdem die Politik und Gott aus der Kabine außen vor? Die Politik ist öfter da als Gott. aber ich sag mal so, der Glaube, also wir haben ja einen ganz anderen Fokus in dem Moment. Also wir gucken, dass wir uns, wie stellen wir uns mental auf, dass wir den Gegner halt besiegen. Wir reden jetzt vom Fußball. Fußball. Also da haben wir gar keinen Fokus darauf, okay, wo arbeitet der jetzt? Also ich meine, bei den Religionslehrern, da gehen wir auch nicht hin und sagen, oh hier, was hältst du von der und der Bibelstelle oder so? Also das so hochkatholisch sind wir meistens nun auch nicht, dass wir jetzt die Bibel rauf und runter diskutieren würden. Das ist halt wirklich nur so, wenn überhaupt, mal beiläufig. Und würden Sie aber sagen, dass jetzt, wir haben zwar gesagt, wir reden jetzt nicht so viel über die Politik, aber Sie betätigen sich halt bei der Freiwilligen Feuerwehr, Sie gutes Fußballspielen, würde ich jetzt mal da außen vor lassen, aber sind ansonsten ja auch politisch aktiv. Selbe Frage wie an Herrn Iserem. Betrachten Sie das auch einfach als gelebtes Christsein in dem Moment, sozusagen, bei Ihrem Engagement? Oder ist auch das wieder eher einfach in die Wiege gelegt und wird halt so, läuft halt so nebenher? Nee, in der Politik ist es dann doch schon eher anders. Also meine Motivation da ist, ich will halt den Leuten helfen. So, und da sehe ich halt über, weil ich mich halt auch für Politik interessiere, sonst hätte ich Politikwissenschaft wahrscheinlich nicht studiert, aber wo ich dann halt auch sage, okay, da ist eine Möglichkeit, wie ich den Leuten auch einfach helfen kann, weil es halt viele strukturelle, oder was heißt viele, ich sehe halt strukturelle Probleme und da will ich halt einfach meinen Beitrag leisten. Und ich bin eben auch im Jugendhilfeausschuss und da gibt es dann eben auch die Möglichkeit, dass wir Jugendprogramme fördern können, wo dann eben auch, das ist halt im Einzelfeld normal, dann ist dann die Villa Lambda eben auch in Trägerschaft des Bistums Erfurt, die Caritas, das sind halt alles so die
christlichen Akteure, die dann als Verhandlungspartner, will ich nicht sagen, aber als Partner wirklich damit im Raum stehen. Und da ist halt schon, da schwingt das schon mal mit. Und da kommt es dann auch schon eher mit vor, dass wenn es dann mal, oder ich will es mal in einer konkreten Situation deutlich machen, wir haben auch Schülervertretungen mit uns im Jugendhilfeausschuss sitzen, und da hat vor einigen Jahren der damalige Schülervertreter dann so eine Frage gestellt, warum denn unbedingt immer die christlichen Trägerschaften jetzt einen Jugendclub oder sowas führen müssen. Da wird man dann natürlich hellhörig, weil hier so Maifeld, und dann eben ist der Schüler dann eben auch Mitglied in der CDU oder halt in der Jungen Union, wo man dann nochmal doppelt zuhört. Und da kommt das dann auch nochmal so ein bisschen vor, in Bezug eben wirklich nicht auf Glaube, sondern als Kirche, als gesellschaftliche Institution. Jetzt die persönliche Motivation, wie ich ja vorhin schon mal gesagt habe, ist dann eben wirklich von mir, wie kann ich, wenn ich möchte, den Menschen helfen und sie dann halt darüber eine Möglichkeit, wie ich das machen kann. Also jetzt, Nächstenliebe kann man das jetzt so nennen. Danke. Also ich habe in allen dreien jetzt so ein bisschen rausgehört, alle gut gläubig, gut katholisch sozusagen, aber keine eifernden Missionare jetzt, als eifernde Missionare jetzt unterwegs, wie in der Diaspora oder auch im Mindset. Trotzdem geht ja für, oder nicht trotzdem, sondern allgemein für Ihr Engagement geht ja auch viel Zeit drauf, sage ich jetzt mal. Also jetzt investieren viel Zeit. Diese Zeit, da leider in Anführungszeichen, da müssen vielleicht andere Größe treten, kann die Familie sein, kann aber auch die eigene Gemeinde sein. Wir hatten letztens Kontakt mit einer Telefonseelsorgerin, die sagt, diese Tätigkeit als Telefonseelsorgerin, das ist mein gelebtes Christsein, mein gelebter Dienst am Nächsten. Und musste sich aber von anderen Gemeindemitgliedern eben Fragen gefallen lassen, wie, na, wann kommst du denn mal wieder oder warum lässt du dich denn so selten bei uns blicken? Hat es sowas bei Ihnen, haben Sie solche Erfahrungen auch schon mal gemacht oder läuft das eigentlich ganz anders? Und da, fangen wir vielleicht bei Ihnen auch nochmal an, Herr Freund. Also tatsächlich, ich nehme das auch so wahr, dass das jetzt nicht böswillig oder so, vor allem auch im Freundeskreis dann, also man muss jetzt zu meiner persönlichen Situation sagen, in meinem Heimatort Volzebra, da bin ich halt über die Vereine, Feuerwehr, Sportverein und so weiter, halt tief verwurzelt, und in dem Ort, wo meine Frau herkommt, der ist so ungefähr 20 Kilometer weg, da bin ich halt eher präsent, also böse auf Teistung in der Ecke, und da ist immer so die Situation, wenn du, man kann halt nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, ne? Das ist, das merke ich regelmäßig. Einfach ein Beispiel an der Kirmes, ja, das ist bei meiner Frau am gleichen Wochenende wie bei mir im Dorf, und da muss ich mich dann immer teilen, weil du hast auf beiden Orten hast du Freunde, die dann auch gerne dir dann, oder mit denen du, mit denen ich dann gerne auch Zeit verbringen will, aber es geht halt nicht. Und dann sagen die auch, ja, du bist schon wieder nicht da und man sieht dich ja gar nicht mehr. Und das sagen die dann auch jetzt nicht so böswillig. Aber ich selber für mich sage dann auch, ja, also ich investiere schon viel Zeit. Ich sehe meine Frau relativ selten, weil sie jetzt auch noch als Krankenschwester im Schichtbetrieb arbeitet. Dann durch das verschiedene Engagement ist man dann auch manchmal kurzfristig nochmal weg. Und wo ich mir dann selber auch sage, okay, wann hast du denn eigentlich mal Zeit für dich selber? Ja, und dann eben auch, oder jetzt für mich selber, meine Frau, wo ich dann auch
Jahr dann anfange, mir fragen muss, okay, kann ich Abstriche machen? Moralisch, weil ich dann eben auch in Verlegenheit komme, das Gefühl zu haben, okay, wenn ich jetzt beim Fußball zum Beispiel absage, dann ich bin ja Teil des Teams und wenn ich nicht da bin, Qualität lasse ich jetzt mal außen vor, aber dann schade ich dem Team ja auch ein Stück weit. Bei der Feuerwehr ist es ähnlich. Ja, da kann ich es halt wirklich nicht abschätzen, wann ein Einsatz ist. Aber wenn ich dann halt nicht hin kann, weil ich halt in dem einen Ort bin, ehe ich dann in den anderen Ort gefahren bin, weil da ein Feuerwehreinsatz ist, ist eine halbe Stunde vergangen. Ja, das ist dann schon, es nagt dann manchmal schon an mir. Aber aus der Gemeinde jetzt, also eher dann die an. Nichts Böswilliges. Also das sind dann wirklich Spaßnachfragen oder halt wirklich Neugier. Okay. Gut, Neugier ist ja was, eigentlich dann auch was Positives, dann ist ja ein ehrliches Interesse dran. Ja, Herr Giesering, gebe ich einfach mal direkt so weiter die Frage. Ja, ja, und aus der Kirchgemeinde habe ich da auch eigentlich keine Nachfragen wegen meines Engagements gehabt, muss ich gestehen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich, als ich nach Dessau kam, als hauptamtlicher Karitäter, dann eben auch mal die Gelegenheit hatte, morgens in die Messe zu gehen, 1992, und von daher der Start eigentlich relativ gut war und wir dann mit unseren Kindern dann über die Kirchen feiern, Taufe und Erstkommunionfirmung dann mit dabei waren. Also ich denke, da sind wir auch gut eingebunden, auch über den Familienkreis gewesen, sodass das nicht die Frage war, dass eher tatsächlich dann im familiären Bereich über das Ehrenamt. Es gab Zeiten, wo ich im Stadtrat war, teilweise in 3 oder 4 Ausschüssen, da haben wir uns dann abends die Klinke in die Hand gegeben, wenn meine Frau dann vom Dienst nach Hause kam und ich dann zum Ehrenamt los musste. Ja, und bei Ihnen auch nochmal die gleiche Frage. Ja. Sie sind ja, haben Sie mir auch schon erzählt, Sie sind ja auch in der Gemeinde aktiv, aber auch durch Ihr politisches Engagement. Also wir haben, Sie kandidieren für den Stadtrat? Für den Landtag. Für den Landtag sogar. Für den Landtag, für die CDU. Und das kriegen Sie da aus der Gemeinde manchmal zu hören, naja, jetzt machen Sie hier die große Politik und kümmern sich um Ihre Studenten, auch, beziehungsweise na, die Neuanrömlinge, sage ich jetzt mal, aber zum wollen Sie nicht mal einen Pfarrgemeinderat geben lieber oder sowas? Von der Kirchengemeinde würde ich viel sehr unterstützt. für verschiedene Engagements, was ich unternehme, weil es kommt immer zurück in die Kirche. Da habe ich tatsächlich kaum Schwierigkeiten. Ich kriege kaum, vielleicht wenn ich 2, 3 Wochen nicht mehr in der Kirche war, dann wird es gefragt, wo warst du die letzten Wochen. Ansonsten, ich versuche überall zu sein, wo ich sein muss. Und auch wenn es heißt, 3 verschiedene Veranstaltungen gleichzeitig sind, 30 Minuten jeder. Und es war bei meiner Familie, meine Tochter hat mich letztens vor 3 Monaten gefragt, Mama, du bist immer unterwegs, die letzte Zeit bist du kaum zu sehen, sagte ich, ja. Es wird so gehen, eine Weile, und dann wird es sich wieder verbessern. Aber es ist schlimmer geworden, muss ich ehrlich sagen. Im Freundeskreis habe ich ab und zu mal, manchmal wirklich bösartig, dass die sagen, du bist gar nicht mehr da, man hört von dir nicht mehr, von dir nicht mehr, man sieht dich nicht mehr, man hat mit dir kaum Kontakt, du reagierst kaum. Und dann sage ich, ja, aber du weißt, dass du in mein Herz bist. Weil ich bete viel für jeder, den zum Beispiel, wenn ich einen Nachricht bekomme und nicht antworten kann, sage ich kurz zu Gott, segne den oder der. Und solche Bösartige kommen ab und zu mal vom Freundeskreis, aber von der Kirchengemeinde nicht so, sondern die machen sich Sorgen. Und meine Tochter hat mal gefragt, aber nicht bösartig. Ja. Dankeschön. Also die Reihen haben sich schon etwas gelichtet, nichtsdestoweniger sind vielleicht auch unter Ihnen ein paar, die sich engagieren, vielleicht in der eigenen Kirchengemeinde, aber vielleicht auch darüber hinaus, also außerhalb sozusagen der kirchlichen Kreise.
Wenn jemand dabei wäre, der ähnliche Erfahrungen hat, die er vielleicht teilen möchte, hier mit denen, die noch da sind, dann wäre da jetzt eine passende Gelegenheit. Nö. Und ansonsten irgendwelche Fragen an die drei Podiumsteilnehmer? Ja. Ich fand jetzt Ihre letzte Frage etwas seltsam, dass Sie gesagt haben, reagiert die Kirchengemeinde vielleicht eben vorwurfsvoll, ja? Wo ich denke, meine Frage wäre ja eher, gibt es denn positive Rückmeldungen von der Kirchengemeinde zu diesem Engagement außerhalb der Kirche? Mhm. Hätte man auch genau so stellen können, vielleicht auch sollen sozusagen. Ich glaube, teilweise ist es sogar beantwortet worden, ich glaube von Frau Avemo. Könnte man jetzt nochmal etwas präziser so stellen, wie unser Gast aus dem Publikum? Haben Sie da auch schon mal, Herr Gieser-Rebzug, auch schon mal zu hören bekommen, Mensch, toll, wie Sie sich zum Beispiel bei der Ölmühle entsprechend betätigen, steht unserer Gemeinde gut zu Gesicht und Sie tun ja auch was für die Mitmenschen. Das ist ja auch, wir sollen ja nicht nur für die anderen Christen da sein. Also das habe ich tatsächlich von der Gemeinde in Roßlau auch schon gehört, dass das geschätzt wird. Wir versuchen auch miteinander ab und zu auch Projekte gemeinsam zu gestalten, ist noch am Anfang, aber mit Ausleihe von Technik oder mit Hilfe von Einsätzen, das funktioniert schon manchmal. Insofern ja, in Dessau ist es dann mehr das Engagement, sei es eben als Stadtrat früher oder im Jugendhilfeausschuss oder die Kontaktpunkte sind, oder eben aber auch die Aktion mit dem Sonntagskochen, die wir gemacht haben, wo wir dann Studenten nach dem Gottesdienst in eine Gruppe zusammengenommen haben. Dafür gibt es schon auch dann positive Rückmeldungen, ja. Ja, ich kann das auch so bestätigen. Also bei mir, wir hatten halt letzte Woche Kommunalwahl und da kam halt schon sehr viel positive Rückmeldungen, wo dann halt die Leute auch sagen, oh ja, das ist so gut, dass ich mal junge Leute hier engagieren und so. Aber auch bei der Feuerwehr ist es dann auch so, ich glaube, das ist deutschlandweit wahrscheinlich überall so, je kleiner das Dorf, desto wichtiger der Verein. Und ist halt auch so bei uns mit der Feuerwehr, wir haben insbesondere immer, wenn die Sommer heiß, lang und trocken waren, dann auch immer unseren Kreuzgarten halt bewässert und da halt eine Übung draus gemacht. Das lässt sich ja super verknüpfen. Auch, was bei uns auch eine Tradition, ja, Tradition ist, ja, ich sage es jetzt einfach mal nur Tradition, wenn wir Kameraden haben, die zum Beispiel Jubiläum feiern, also Geburtstag, Hochzeit oder so, dass wir dann auch als Feuerwehrverein vorbeigehen, ein Präsent überbringen, ein Ständchen singen oder auch dann eben zum letzten Geleit dann eben wirklich den Sarg mittragen oder halt auch einfach nur mit da sind. Und wo dann auch zu jedem dieser Anlässe kommen dann auch die Angehörigen oder eben im besten Fall dann natürlich auch die Protagonisten selber dann an und sagen nochmal, wie schön das ist, dass wir als Kameraden dann mit da sind und das gehört halt auch einfach dazu, also vor allem dieses Ständchen bringen, das muss ich, oder habe ich dann auch festgestellt, das ist auch vielleicht so ein Stück weit Unikat bei uns in Kreuz-Ebra, weil dann eben wirklich diese Dorfgemeinschaft dann gelebt wird. Und das drückt dann eben auch damit aus, dass wir dann auch in die Kirche vorher in die Messe gehen und dann auch uns mit dem Pfarrer abstimmen, wie können wir das und das vielleicht mit gestalten. Also ist schon sehr positiv. Ja, bitte. Sie kriegen mal ganz kurz ein Mikro, Sie sind doch ein bisschen weiter weg vom Saal. Ja, auch auf dem Dorf, ne? Und wir erleben eben so, dass es eben, da gibt es auch die Feuerwehr, die Freiwillige und so weiter, und die da sehr präsent ist, aber wir erleben eben da auch, dass eben der Populismus da eben doch stark vertreten ist, ne? Und auch jetzt bei der Leberschaft nicht, im Hegering, also
haben wir das auch schon auch sogar im Wald erlebt, dass da so ein Treffpunkt war, der uns sehr erschreckt hat. Da war zum Beispiel so ein Reitesel, worauf ich auch mal früher als Kind geritten bin. Da saß eine Puppe drauf, die hatte ein rotes Gesicht und darüber baumelte eine nackte Barbie, wo die Augen ganz schwarz angemalt waren. Also die war stranguliert und irgendwie hatte ich plötzlich das Gefühl, Mensch, die sieht irgendwie der Petra Köpping ähnlich. Das war auch so, so am Ende der Corona-Zeit, dass ich sogar auch die Polizei informiert habe und gesagt habe, das macht mir irgendwie Angst, weil ich dachte, wenn ich jetzt das nicht melde, dann nachher passiert der Petra Köpping, der Gesundheitsministerin von Sachsen, wirklich irgendwas. Und da standen sie ja auch schon mal mit Fackeln vor dem Privathaus, nicht? Die wohnt ja in Trümmer. Und da hat die Polizei das auch sehr ernst genommen und hat gesagt, ja, das ist gut, dass wir es gemeldet haben. Wir sollen das auch weiter beobachten und sie kümmern sich drum. Also es ist schon ein bisschen beängstigend, sodass wir eigentlich, ich weiß nicht, ob es ein Vorurteil ist, aber immer der Meinung sind, dort in diesen Kreisen, da gärt braune Suppe. Und was macht man da? Also mein Mann zum Beispiel, der hat auch mal die Jägerschule besucht, aber es ist für ihn ein Grund, da nicht mitzumachen, weil er eben das gar nicht erst erleben will, weil das schon so deutlich ist, ne, dass das da so grassiert. Und das ist eben das, das kam jetzt bei Ihnen gar nicht vor. Es mag ja sein, dass das jetzt im Eichsfeld gar nicht der Fall ist, dass das alles so wunderbar ist. Aber ich habe jetzt immer schon fast darauf gewartet, dass jetzt da von Ihnen auch irgendwie sowas kommt, dass es eben nicht nur so toll ist, sondern es gibt auch eben Leute in Ihrem Verein im Kreis, die vielleicht auch mitmachen bei irgendwas Positivem, aber sich so äußern vielleicht auch. Ne? Und wir sind so unterwegs zu gucken, was macht man da, wenn man solchen begegnet, dann wie reagiert man, was sagt man da oder wie positioniert man sich dann oder zieht man sich eher zurück, weil man will ja nicht vielleicht mal irgendwann wegziehen. Ne? Ja, also Politik, habe ich ja vorhin schon mal in Verbindung mit dem Sportverein gesagt, kommt eher vor als Glaube. Das ist in der Feuerwehr eigentlich genauso. Bin ich bei uns jetzt auch immer so ein bisschen abgestellt als der Politiker, ne, weil ich halt mich da auch engagiere. Ich sag mal, in die Richtung rechtsextremistisches Gedankengut, wo man vielleicht dann auch die Menschenwürde von anderen Leuten antastet. Das habe ich jetzt tatsächlich so in der Form, wie Sie es gerade geschildert haben, nicht erlebt, zum Glück. Wir diskutieren natürlich heftig über diese oder jene Maßnahme, insbesondere auch bei Corona, wo wir dann aber auch, ich sag mal, es ist nie, jedenfalls habe ich das nicht wahrgenommen, nie in die Richtung gegangen, dass man jetzt gesagt hat, jetzt müssen wir gewaltsam protestieren. Das zum Glück, wo ich dann aber auch glaube, dass das Eichsfeld da vielleicht eben auch durch diese ländliche Struktur noch mal ein bisschen anders darstellt, dass wir keine großen Kommunikationszentren haben, obgleich ich natürlich auch sagen muss, der Vorsitzende der AfD, der wohnt halt auch im Eichsfeld, der ist präsent, will ich nicht sagen, aber er ist also nicht präsent in der Form, wie man sich das von einem Politiker, Landtagsabgeordneten dann auch denkt. Der ist aber eher omnipräsent und eben auch so wie das Gedankengut, was dann doch immer mal wieder so niederschwellig dann mal doch durchaus entgegenkommt. Und was macht man dann da? Also ich selber, da kommt dann auch der Glaube oder mein Christsein dann mit rein. Halt dann schon dagegen, wenn es dann in die Richtung geht, dass man die Menschenwürde irgendwo, also hat ja nicht nur mit Christsein, sondern auch einfach, was hier mit Demokrat sein, hier in Deutschland, das Grundgesetz, Artikel 1, ne, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da halte ich schon gegen und ich nehme eigentlich auch wahr, dass wir in meinem Kameradenkreis, dass dann, oder auch beim Fußball, dass wenn solche Sachen vorkommen, dann schon dagegen protestieren. Es war jetzt
vor 3 Wochen hatten wir ein Fußballspiel und da sind auf dem Fußballplatz, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, das haben wir danach, dann haben mir die anderen uns erzählt, auch antisemitische Parolen geschrieben wurden. Ich weiß nicht mehr, ob das von den Fans, also Fans kann es ja nicht sagen, von den Zuschauern oder von Spielern war, obwohl wir dann danach auch gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein, wo, also das hörst du irgendwo aus Großstädten oder so, aber nicht bei uns. Da war ich dann tatsächlich auch erstmal so richtig schockiert, wo man dann auch, wo ich dann auch selber an meine Grenzen gekommen bin, wo ich gesagt habe, okay, was kannst du denn dagegen jetzt machen? Da haben wir dann auch dann diskutiert, wie können wir das jetzt machen? Können wir das irgendwo anzeigen? Wen willst du dann anzeigen? Und dann hat sich das, sage ich jetzt mal, so ein bisschen verlaufen. Ne? Ja. Haben Sie schon mal eine Situation erlebt, wo Sie den Eindruck hatten, das ist richtig gut in meinem Einsatzgebiet, dass ich da als Christ, als Christin präsent bin und mich da einbringe? Also nicht unbedingt Sie, Herr Freund, in die Runde. Auch vielleicht vor dem Hintergrund, den unsere Zuhörerin gerade, dass man da auch oder vielleicht noch weiter befragt. Sie hat ja auch ein bisschen jetzt erfahren wollen, klare Kante zeigen, mit dem Risiko, dass man dann vielleicht auch selber noch am besten angefeindet wird oder bedroht sieht. Aus Ihren Erfahrungen jetzt, von Ihrem gesellschaftlichen Engagement, was würden Sie da vielleicht eher empfehlen? Oder gibt es da auch keine Pauschale? Also pauschal ist es immer schwierig, das ist schon so. Wir haben ja auch am Katholikentag an verschiedenen Stellen jetzt gehört, dass es besonders schwierig ist, wo man sich auch gegenseitig kennt. Und das haben Sie ein Stück weit auch beschrieben. Die Tendenz dann zu sagen, okay, da mache ich dann einfach nicht mit, ist auch vielleicht persönlich das Gesündeste, bevor es dann vielleicht auch zu Streitigkeiten kommt, die auch ausarten können. Also ich wollte berichten, ich habe sowas Ähnliches erfahren in der Herzsportgruppe, wo ich gewesen bin, wo dann in der Kabine tatsächlich dumme Sprüche kommen. Und manchmal war es also so arg, dass ich gesagt habe, okay, das hat für mich keine Zukunft. Das muss ich mir auch nicht antun, aber da muss ich mir was anderes suchen, wenn das abgelaufen war. Aber was tatsächlich vielleicht bei uns einfacher ist, das ist tatsächlich in einer größeren Stadt wie Dessau auch zu einer öffentlichen Kundgebung aufgerufen wird. Am 4. wird jetzt wieder eine sein, für die Demokratie, für die Vielfalt, die wir in der Stadt ja auch haben, sehr stark. Und da spreche ich dann auch schon mal von dem, was mich umtreibt, dass tatsächlich Engagement wichtig ist, statt über böse Sprüche zu hetzen und, sagen wir mal, schlecht zu machen und ohne Erfolg letztendlich im positiven Sinne. Also da bin ich schon sehr der Meinung, wir müssen sehen, dass wir etwas in dem Sinne aufbauen, dass es vorwärts bringt und nicht abreißen. Schlecht machen kann man schnell, kaputt gemacht ist es sehr schnell, aber etwas aufzubauen ist immer schwierig. Das gilt dafür das Vertrauen noch viel mehr. Vielleicht soweit. Frau Remo, wir wissen ja, dass unsere katholischen Gemeinden sind ja auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Ne? Da ist ja einfach auch alles mit dabei. Und haben Sie die Erfahrung gemacht, dass durch die Begegnung auch in der Gemeinde, auch jetzt in Ihrem Falle vielleicht zwischen Deutschen und Afrikanern, dass da auch Vorurteile abgebaut werden, dass da vielleicht auch jemand, der zu einer Gemeinde gehört und sagt, naja, eigentlich stören mich die ganzen Ausländer, das sind ja so die Sprüche, ne? Dass da auch schon was einsetzen konnte bei solchen Menschen, wenn sie dann wirklich mal auch jetzt Leute von anders her kennengelernt haben? Wo ich nach Cottbus kam, einen Tag war ich in Kirche, man soll dann irgendwann diesen Friedensgruß geben. Da
habe ich mich gedreht und habe meine Hand gegeben und er, ich kenne ihn nicht mehr, hat die Hand hinter dem Rücken gestellt. Das war für mich ein Schock. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen konnte. Und nach der Kirche kamen sehr viele auf mich zu und haben das berichtet. Das war ein Zeichen, dass bei uns in der Kirche sowas nicht akzeptiert ist. Bei uns in der Gemeinde ist so, ich habe nie so eine kennengelernt, der gegen Ausländer ist. Die unterstützen, wo sie können. Und wo sie nicht können, fragen sie nach Rat. Zum Beispiel, es gibt damals, wo sehr viele afrikanische oder ausländische, es ging bei uns immer um ausländische Studenten, wurden wir gefragt, die schon da sind. Da haben wir Reden gegeben, haben wir selber unterstützt, haben wir Programme organisiert. Das Einzige, was mich hier ein bisschen gestört hat, ist, dass eine Seelsorger mir für ausländische Studenten haben. Und das hat viele der ausländischen Studenten weg von der Kirche geschickt. Die sind jetzt in verschiedenen Gemeinden. Und das stört ein bisschen, weil ich auch damals mit unserem Bischof gesprochen und habe gesagt, ich kann ehrenamtlich dieses Amt nehmen. Ich würde nicht jeden Tag, jede Woche machen, aber ab und zu mal, dass sie die Möglichkeit haben, dass ich Leute, die ich kenne, teilweise, das sind Leute, die mich kennen, die anderen kennen, die anderen kennen. Und wenn wir diese Möglichkeit haben, dann bleiben wir in der Kirche. Wir kommen, viele von diesen Studenten kommen aus Ländern, wo Christentum sehr, sehr wichtig ist. Die nehmen die Kirche wahr und dann kommen sie hier, da ist, wo sie Familie haben. Und wenn sie hier kommen und keine Familie haben, wohin denn? Dann bleiben sie im Zimmer, dann bleiben sie, suchen sie Freunde, manchmal die Schlechten, die einfach vorm Fernseher sitzen und lernen diese faule, schlechte Art von die deutsche Kultur. Das, was ich selber als Mensch nicht möchte. Und heutzutage sind so, die meisten, die jetzt da sind, würde ich sagen, sind im Alter meiner Kinder oder ein bisschen älter als meine Kinder. Und die kommen nicht zur Kirche, weil sie dort keine Zuhause finden. Nicht, dass die Gemeinde böse ist, sondern die Gemeinde ist, manchmal wissen sie nicht, wie sie damit umgehen kann. Ich bin immer noch da, ich unterstütze, ich helfe. Noch nicht nur ich, sehr viele machen es auch. Da, wo ich solche Begegnungen habe, ist zum Beispiel auf Arbeit, wo die Menschen sagen, ja, die Ausländer, aber du nicht, aber du bist anders. Und da sage ich, wieso bin ich anders? Weil ihr keine andere Möglichkeit haben, als mich jeden Tag zu sehen, oder wieso bin ich anders? Ich arbeite in meinem Amt. Ich war sozusagen, es gab noch einen aus Polen, der war lange da, das ist kein Ausländer für die. Aber ich war der erste Schock im Amt. Und da kam letztes Jahr, und ich glaube vor 2 Jahren kamen noch 2 oder 3 aus Südamerika und jetzt aus Asien. Ja, die kommen hier und arbeiten und die können kein Deutsch. Die sollen hier nicht erreichen, die sollen erstmal die deutsche Sprache lernen. Und da sagte ich, ich habe mit diesen Leuten gesprochen. Manche von ihnen sprechen viel besser Deutsch als sozusagen, ich habe eine sehr freundliche Art, wie ich mit diesen Menschen spreche und rede. Ich versuche das in eine freundliche Art, eine lustige Art. Man nennt mich fast überall, wo ich bin, die Sonne. Weil wenn ich da komme, dann müssen die Leute lachen, müssen sie entspannter werden. Und ich denke, bei uns in der Gemeinde, Markus kann es so bestätigen, ist so, ich bringe die Menschen, die beiden Kulturen zusammen. Nicht nur ich sage von ich, weil ich hier sitze, aber viele von uns, die da sind, die aus diesem Kultur kommen, wir sind so zu
erzogen worden, dass wir die Menschen zusammenbringen und versuchen in unserer Art und Weise, diese Menschen zusammenzubringen. Das einzige Problem ist, manchmal können wir die deutsche Kultur, die Deutschen nicht verstehen, wie sie ticken. Das habe ich so ein bisschen geschafft. Und ich benutze diese Erfahrung oder diese Kenntnis, diese Menschen auf eine andere Art und Weise. Manchmal einfach hingehen und fragen, wieso. Dann werden sie schreien und alles sagen, was sie wollen. Und dann stell bloß eine Frage. Stell mal vor, dass dein Kind im Ausland ist. Deine Schwester, dein Bruder und wird genauso behandelt, wie du jetzt machst. Was sollst du denken? Das bringt Menschen zum Denken. Das ist bloß ein Beispiel. Oder man kommt dort und macht einen Spruch. Och, die Ungeworden. Dann fangen sie an zu lachen, dann kommt man ins Gespräch und redet über das Thema. Die Polizei anzurufen ist auch noch eine gute Sache. Und dann mit denen weiter in Verbindung zu bleiben. Und auch den Stadtrat, den Landrat oder den Dorfchef mit ihm reden und einfach dieses Thema. Es geht nicht nur um Ausländische, es geht um Menschen, die Minderheiten sind. Es geht um Menschen, die Angst haben. Es gibt Menschen, die nicht reden. Das sind Menschen, das sind eine Minderheit. Und einfach über diese Menschen zu reden, dass man das so darüber denkt und eine gemeinsame mögliche Lösung finden, wie man es dauert, es wird dauern. Aber es kommt immer Schritt für Schritt in die positive Richtung. Das ist meine Erfahrung, das ist, was ich bisher gemacht habe. Und das bringt viel. Meine erste Arbeitsstelle war die Lehrer. Es ist ein sehr großes Gebäude dort im Campus, die Hauptverwaltung. Braunkohle, ja. Ja, das ist die Lausitz Energie Bergbau AG. Das heißt, die haben die Bergbau und auch die Kraftwerke, die Strom erzeugen. Und in dieser Gebäude war ich die einzige Dunkelhäutige. Das heißt, von ca. 1000. Die ersten 3 Monate waren schrecklich. Ich kam, wir gehen gemeinsam in unsere Cafeteria oder unsere Kantine essen. Und dann komme ich rein und gucke, wie ich mein Teller nehme, wie ich laufe, wie ich mein Essen nehme, wie ich esse und wie ich mein Teller zurückbringe. Wie ich hochlaufe und zurück in mein Zimmer. Also ich war ständig unter Überwachung. Ich hatte sehr viel Angst am Anfang gehabt. Angst, nicht Angst, dass jemand mir was tun wird, sondern Angst, dass ich im Fokus bin. Ich bin nicht gerne im Fokus. Ich arbeite lieber im Hintergrund. Und das lässt nur die Arbeit, dass die Menschen merken, was da gemacht wurde. Und circa 3 Monate später habe ich irgendwann im Server gesagt, aber wieso hast du Angst? Fang an, mit diesen Menschen zu reden. Ich habe angefangen zu reden mit den Menschen, mit Kollegen. Und ich muss sagen, fast 5 Jahre, kannte fast jeder meinen Namen. Auch überall. Weil ich einfach so diese sogenannte schlechte Erfahrung umgewandelt habe in eine positive Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehen kann. Und das hat der Ossi, sage ich mal. Ich sage immer, ich bin eine schwarze Ossi. Da fangen sie an zu lachen. Oder ich bin eine stolze Korpuserin. Und wenn ich meinen Namen ändern soll, muss, dann nehme ich den Namen Frau Schwarz. Dann werde ich die Frau Schwarz, die schwarz ist. Das lockert. Solche kleine Witze, das lockert sehr. Und auch wenn sie einer Ausländischen mitnehmen und sagen, bleib, mach mal, sag mal einfach was. Und das sind die Erfahrungen, was ich gemacht habe. Und das kann ich weitergeben, keine Angst haben. Ich bin ein sehr, sehr gläubiger Mensch. Ich lebe in Konto seit 22 Jahren. Ich habe noch nie so richtig Rassismus erlebt. Ich kenne Leute, die sogar geschlagen worden sind. Aber sowas habe ich noch nie erlebt.
Und weil ich versuche immer in meinem blöden Land die Menschen zu überzeugen. Ich habe sogar sehr viele Menschen, die eigentlich Nazi waren, durch meine Art und Weise umgewandelt, dass sie auch jetzt sogar sehr viele Ausländischen helfen, sehr viele Menschen mit Schwierigkeiten helfen. Das heißt Behinderten, das heißt Menschen, die psychische Probleme haben oder Menschen, die Angst haben. Es gibt sehr viele, und wieso komme ich dahin? Ich bete immer. Und wenn ich jemanden treffe, der schwierig ist, dann sage ich, lieber Gott, schenk mir die Kraft jetzt. Und irgendwie kommt so eine Kraft, und dann fange ich mit denen zu reden oder fange ich irgendetwas zu machen und dann lockert es. Und wenn ich merke, dass es beim ersten Mal nicht funktioniert, lasse ich es. Und beim zweiten Mal und irgendwann wird es klappen. Manchmal dauern die Sachen, aber die kommen immer voran. Egal wie klein die Schritte sind. Und immer positiv denken. Lieber die positive Sachen, was man erlebt, im Hinterkopf haben als die negativen. Und das Letzte, was ich sagen würde, wenn man eine Frage stellt, erwartet man ein Ja oder ein Nein. Es ist besser, ein Nein als Antwort zu bekommen, als irgendwann später, dass man sagt, hätte ich gewusst, hätte ich das gemacht. Ja, und das ist so, wie ich die Situation, mein Leben in Deutschland bisher, so habe ich eben durchgekommen. Ja. Ja, danke für diese beeindruckende Schilderung, das kann man glaube ich schon sagen. Ja, vielleicht war ein bisschen auch von Ihrer Frage dadurch mit beantwortet worden. Wir sind jetzt auch bei um 15.30 Uhr so ein bisschen am Ende der Zeit angekommen. Natürlich, wenn jetzt noch mal eine kurze Nachfrage wäre. Ja. Also ich denke, Lichtenstein hört ja nicht an der Kirchentür auf. Aus Bayern, anderer Kontext und eigentlich ärgert mich das viel mehr, dass die Leute das an der Kirchentür ablegen und das Engagement nicht mehr nach außen tragen, also dass das Engagement nicht weitergeht, eben nicht nur in der Gemeinde, sondern auch über, also nicht in der Kirchengemeinde, sondern darüber hinaus wichtig wäre. Ich kann gleich anschließen, weil ich erlebe zum Beispiel am Donnerstag werden wir uns Fürbitten für alle katholischen Einrichtungen gemacht. Wir haben einen katholischen Kindergarten und Kinder und die Erzieherin des katholischen Kindergartens zu gehen. Und dass das nicht geweitet wird auf alle Kinder und alle Erzieher in der Stadt. Oder wir haben eine christliche Psychiatrie, ich war immer bei der Landespsychiatrie angestellt, es wurde für die Mitarbeiter der katholischen Psychiatrie gebetet, ich bin raus, sozusagen. Ja. Also, dadurch habe ich es jetzt eben auch nur gemerkt, ja, weil ich immer merkte, die meinen jetzt nur meine Kollegen, die dort arbeiten. Ja, aber die nicht in der katholischen Einrichtung arbeiten, die versuchen ja auch ihr Christsein zu leben. Die waren da nicht drin in dieser Fürbitte sozusagen. Und die Schule, wir haben eine katholische Schule, ja, aber die anderen Lehrer sind alle auch weg. Das ist wirklich einfach auch liturgisch, also in der Liturgie auch das Engagement, was außerhalb der Kirche läuft, mehr auf. Mein Christentum, ich gehe raus und wenn ich manchmal mich von meinen Kollegen verabschiede, mache ich ein Kreuz auf die Stirn. Da sagen sie so, weil ich katholisch bin und da muss ich dich jetzt schützen, dass der liebe Gott dich schützt, segnet. Und dann sagen sie, aber wieso? Einfach so. Und das bringt auch wirklich viel. Um Ihre Frage zu beantworten, es wird geschätzt, dass man Christ ist. Ich habe Kollegen, die zu mir kommen und sagen, ich möchte gerne mit dir jetzt mich unterhalten, weil du christlich bist. Und dann unterhalten wir uns. Und dann kommen noch andere dazu, stellen Fragen, manchmal sehr blöde Fragen, aber die kriegen immer eine Antwort. Und manchmal auch blöde Antworten. Und ich muss sagen, ich habe von Baby an, bin ich Katholik. Ich war 7 Jahre im katholischen Internat. Grundschule war ich auch in einer katholischen Schule und ich habe so ein bisschen so verpasst, in eine katholische Uni zu gehen.
Und das hat mein Leben geprägt, weil ich war immer so, ich war Chorleiter im Gymnasium, beziehungsweise ich war für die Kirche, für unsere Kirche und Pfarrei zuständig. Und dann habe ich gelernt, dass die Kirche nicht nur, an der Kirchentür, sondern in der Jugend. Ich gehe raus, ich erzähle manchmal, und wenn Fragen gestellt werden, aber diese Kreuzzeichen mache ich immer. Und wenn eine Kollege von mir eine Dienstreise hat außerhalb, dann gebe ich, dann, ob sie das wollen oder nicht, sagen, ist mir egal, aber wenn du mir jetzt dein Wurst gibst, dann esse ich das auch. Dann muss ich jetzt mein Kreuz nehmen. Ja, ist wirklich tatsächlich so. Und da müssen wir alle. Ich glaube, Sie haben gesagt, für Sie ist Menschen helfen, das ist Christ sein. Jeder Mensch ist für mich ein Christ. Jeder Mensch hat was Gutes drin und das ist Christ sein. Und das Böse, das Schlechte ist auch nicht schlecht. Wir sind Kinder Gottes. Und vor unseren Eltern machen wir Blödsinn und machen wir gute Sachen. Und die Eltern sagen immer, naja, wir vergeben dich. Und das ist so gottlich. Er ist mein Vater, ich kann ihn beschimpfen, ich kann ihn lügen. Und irgendwann komme ich und sage, Vater, tut mir leid, ich musste das machen. Ja. Ja, dann bedanke ich mich bei allen, die bis zum Schluss, ich glaube, das ist ja gerade zum Schluss nochmal wirklich spannend und eindrucksvoll geworden, bedanke ich mich bei allen bei Ihnen allen für Ihr Interesse. Wünsche Ihnen natürlich noch einen schönen Katholikentag weiterhin. Ich habe leider versäumt aus dem Auto, ich hatte eigentlich ein paar Exemplare noch vom Tag des Herrn mitgebracht, ja, die Zeitschrift für die... dann unbedingt noch beim Stand natürlich vorbeischauen und ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank natürlich auch an Sie drei, dass Sie den Weg auf sich genommen haben beziehungsweise hierher gekommen sind und dieser Zeit uns geschenkt haben. Herzlichen Dank. Danke. Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.